Einige von euch haben eventuell den neuesten Teaser von der 10. Staffel von The Walking Dead gesehen. In diesem Video möchte ich eine kurze und knackige Analyse dieses Teasers machen und hoffe, du schreibst danach deine Meinung unten in die Kommentare. Solltest du ein The Walking Dead Fan sein und meinen Kanal gerade frisch entdeckt haben, dann hinterlasse gerne ein Abo, weil wenn die 10. Staffel von The Walking Dead erscheint, werden sehr regelmäßig zu den einzelnen Folgen Videos auf meinem Kanal hochgeladen werden. Vor einigen Tagen wurde ein sehr spektakulärer Teaser zu der 10. Staffel hochgeladen. Dieser Teaser zeigt mehrere unserer Helden in einem Wald. Gleichzeitig sehen wir ebenfalls die Whisperer. Ab und zu kommt ein sehr, sehr cooler Effekt zum Tragen, denn da wird alles in Zeitlupe dargestellt und der Regen fällt trotzdem mit normaler Geschwindigkeit. Das ist vom Stil richtig cool gemacht. Wir kriegen Einblicke darin, welche Charaktere und welche Gruppierungen wir in der 10. Staffel erwarten können. Vor einiger Zeit wurde ein fast 4-minütiger Trailer zu der 10. Staffel hochgeladen, aber ich finde, dieser kleine Teaser hat es auf jeden Fall in sich. Der schafft es, eine gewisse Atmosphäre rüberzubringen, in der man auf jeden Fall Lust hat, die 10. Staffel zu schauen. Der Teaser verrät keine Infos über die zukünftige Handlung, beispielsweise welche Charaktere wo sein werden. Die sind alle nämlich in dem Teaser in dem gleichen Wald. Aber wir haben Filmmaterial, was weit über das übliche Niveau der Serie hinausgeht. Alleine wenn du mal bedenkst, wo die Serie angefangen hat vor vielen, vielen Jahren, wenn du dir diesen kurzen Teaser anschaust, das ist auf jeden Fall ein kleiner Sprung. Natürlich nicht klein, das ist ein Riesensprung. Kurzer Einblick, wen wir alles in diesem Teaser sehen. Wir sehen auf jeden Fall Daryl, Michonne, Carol, Negan, Judith und auch beispielsweise Eugene. Ebenfalls sehen wir einige Charaktere der Whisperer, vor allem natürlich Alpha vorneweg. Die Musik in diesem Teaser ist sehr episch gestaltet. Natürlich wissen wir, dass es auf jeden Fall einen großen, großen Kampf gegen die Whisperer geben wird. Aber dieser Teaser verrät auf jeden Fall, wie die Atmosphäre währenddessen sein wird. Motto des gesamten Teasers lautet Silence the Whisperers. Übersetzt bedeutet das, bringt die Whisperers zum Schweigen. Ganz am Ende halten sich dann alle Charaktere aus unserer Gruppe einen Finger vor den Mund, was der Move der Whisperers eigentlich ist. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass sich ebenfalls die Whisperers in diesem kleinen Teaser gegen den Kampf gegen unsere Gruppe rüsten und sich bereit machen, da den Krieg anzugehen. Ich bin der Meinung, dieser Teaser ist auf jeden Fall szenisch richtig, richtig gut gemacht. Ich habe richtig Bock jetzt auf die 10. Staffel. Dennoch gibt es einige Leute, vor allem Kritiker, die sagen, dass das Ganze zu kitschig gemacht wurde. Ein Kritiker von Forbes hat zum Beispiel gesagt, dass die Sprüche viel zu kitschig gemacht wurden. Ihn stören nicht die stilistisch richtig gut gemachten Bilder, sondern ihn stört die Art und Weise, wie der Text rübergebracht wird. Beispielsweise hören wir im Teaser einen Satz: "We are bonded together by the fellowship of the living." Übersetzt, wir sind verbunden als Gemeinschaft der Lebenden. Oder zum Beispiel, we stand together for life, not for death. Wir halten zusammen für das Leben, nicht für den Tod. Ganz ehrlich, wenn man mich fragt, bin ich der Meinung, dass The Walking Dead schon fast immer so drauf war, weil viele von euch werden sich sicher an die Rede von Rick erinnern, als er am Ende dann zu der Zusammenfassung kommt, we are The Walking Dead. Das war eine Rede, die kurz nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis passiert ist, und hätte man aus dieser Rede quasi diesen Teaser gestaltet, wäre der genauso in Anführungszeichen kitschig gewesen wie dieser Teaser jetzt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr gut, dass sie solche Teaser raushauen, denn dann haben wir immer die Vorfreude auf die kommende Staffel. Und es wird immer Kritiker geben, die immer irgendwas auszusetzen haben, selbst wenn es so stilistisch gut gemachte Bilder sind wie jetzt im Teaser. Aber mich würde dennoch eure Meinung hierzu interessieren. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr die Sprüche in diesem Teaser zu kitschig findet und ob ihr die Befürchtung habt, dass die kommende Staffel nicht gut wird. Falls ihr den Teaser noch nicht gesehen habt, packe ich euch den Link auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, dass ihr einen Blick reinwerfen könnt. Ich hoffe, dir hat diese kurze, knackige Analyse und das, was einige Kritiker über den Teaser sagen, gefallen. Solltest du neu auf dem Kanal sein, dann hinterlasse wie gesagt ein Abo. Es werden öfters solche Videos zu der 10. Staffel folgen und Theorien, Analysen, Fakten etc. pp.
Wir sehen uns im nächsten Video. Peace!